Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, den Scannerraum, den habe ich jetzt angebracht. Das ging dann doch ganz schnell. Ich muss nur so ein Brückenstück machen und dann hat es doch irgendwie geklappt. Ich weiß nicht, warum ich da so lange rumgeblödelt habe. Aber jetzt klappt es auf jeden Fall. So. Problem ist bloß, ich komme noch gar nicht an ihn ran, weil ich ja noch eine Leiter bräuchte. Oh, und zwei Titan. Ja, das war schlau gedacht. Jetzt habe ich den Scannerraum fertig, aber ich brauche Titan, um ihn benutzen zu können. Ansonsten wäre mein Ziel, mein nächstes Jahr irgendwie einen Laserschneider zusammenzubekommen, damit ich die Türen in der... Wie hieß sie noch? Mercury? Nein, Merkur? Ich glaube, sie hieß Merkur. Oder auf jeden Fall in diesem versunkenen Schiff zu öffnen, die ganzen Kisten. Das wäre schon mal sehr schön. Ich tippe ja so ein bisschen darauf, dass ich in diesen Nestern die Bestandteile für den Laserschneider finde. Das hier nehme ich jetzt erstmal alles mit. Habe ich lieber auf Lager, als dass da irgendwie am Ende Knappheit besteht. Ja toll, jetzt finde ich Silber. Jetzt will ich Titan, da finde ich Silber. Ich werde verrückt. Ja, ich nehme auch ein bisschen Salz mit. Ich hoffe, ich habe später wieder so einen Wasseraufbereiter, wo ich dann Salz rausbekomme und gutes Wasser. Das wäre natürlich richtig schick. So. Ich klöpple ich mal kaputt. So. Jedes Material, was ich hier so bekomme, nehme ich jetzt erstmal mit. Ich habe hier jetzt ein großes Lager und da passt das alles rein. Oh, schau mal einer an. Was haben wir denn hier zum Scannen? Sehr schön. Das bringt immer gut Titan. Hier für Batterien, obwohl ich hier eigentlich gar nicht mehr so viele Batterien brauche. Weil ich ja inzwischen eine Ladestation habe. Ist mal ein bisschen blöd, dass man hier unten immer das Licht ausschalten muss. Wenn man da mal was abbauen will. Aber naja. Für Elektronikwaren. Oh, was ist denn das da vorne? Da ist irgendwas Ekelhaftes hinter mir. Ach, das ist nur so ein Blinke-Ding. Schade, ich dachte, das wäre was mit Sinn und Verstand. Ich sollte mal wieder nach oben, oder? Jo, ja, ich hab's bemerkt. Ich hab's ja schon bemerkt, Mutti. Ich bin ja gleich oben. Das ist ja alles supi. Siehst du? Schon haben wir wieder Luft. Und für all die guten Dinge brauche ich ja nun mal leider Materialien, die ganz weit unten sind. Aber die Module für meine Seebahn... Ich kann mich mit diesem Namen einfach nicht anfreunden. Ich will immer Motti sagen. Die kann ich ja nur an der Station bauen. Und das ist das Problem. Weil für die Station brauche ich einen Diamanten. Und den findet man nur ganz, ganz weit unten. Außer es gibt ja irgendwo ein geheimes Lager. Ich meine, gab es nicht auch auf Inseln Diamanten? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Habe ich die früher in Subnautica nicht auch auf Inseln vereinzelt mal draußen gefunden? Der Oberfläche? Bin mir nicht ganz sicher. So. Bitteschön. Und hier, ja, der Scannerraum. Sehr schön, sehr schön. So. Vorrat? Nö. Ich möchte mal gucken, was wir hier... Konnte man hier... Fabrikator? So, überträgt Scanner an die Sichtfeldanzeige. Magnetit bräuchte ich dafür.
Kameradrohne? Nö. Beschleunigungsmodul könnte ich bauen. Mit einem Gold noch. Fragmente wäre ganz schick. Silberkreatureneier. Tischkoralle. Das sind alles so Dinge. Ich gehe mal auf Fragmente. Datenboxen wäre auch nicht schlecht. Oh, hier flackert es schon wieder. Da ist draußen bestimmt Sturm. Wenn es hier flackert, ist draußen Sturm. Da hört nämlich die Energieversorgung so ein bisschen auf. Ja, ja, da flackert es ganz schön. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt... Ja, warte, ich nehme einen Kupfer zurück. Ich glaube, ich bräuchte einen Kupfer für das Modul gerade, ne? So. Zack, Beschleuniger. So, erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit des Scannerraums. Ja, sehr schön. Gut, hier bin ich. Jetzt könnte ich die Kameras wieder losschicken. Eigentlich bräuchte ich... das hier. An energy signature of some strength. I am not sure what it is for. Go ahead and share it. Can't hurt. Bist du sicher? Er ist in deinem Kopf drin. PDA. Oh, ich liebe das. PDA. Put it on the carpet. So. Bisschen Titan hier rein. So, den einen Fisch, den grill ich mir jetzt mal hier. Zack. Den anderen, den pöglich. Ist so länger haltbar. Ach, der hat dann gar keinen Verbrauch. Das ist ja schlau. Das ist gut. Der hat dann gar keinen Verbrauch. Der bleibt dann ewig haltbar. Das ist schön. Dann könnt ihr, dann lohnt es sich doch irgendwie ein bisschen Salz mitzunehmen. Ja, die Frage aller Fragen ist jetzt, da komme ich nicht so weiter. Sollte ich wirklich nach diesen Dingern suchen? Meine Güte, sind das viele. Sollte ich wirklich, ich guck mal, dass wir wenigstens was finden. Dass wir irgendwas Schönes Neues finden, vielleicht finden wir ja dort auch, wo ist denn eigentlich, ach da ist sie. Vielleicht finden wir dort auch von dem Laserschneider ein paar Fragmente. Sonst muss ich die nämlich einzeln suchen, das wäre ein bisschen blöd. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wo ich sie finde, in diesen Nestern, wie gesagt. Weil die Viecher, bei denen habe ich bisher immer gut Fragmente gefunden und auch hilfreiche Fragmente, wohlgemerkt. Wird gescannt. Wird gescannt. Titan ist immer wichtig. Habe ich schon mal erwähnt, dass Titan super wichtig ist. Man muss es immer mitnehmen. Immer. Wenn irgendjemand behauptet, Titan wäre nicht wichtig. Ach, der lügt doch. Moment, das ist doch hier mobile Fahrzeugstation, ne? Ja. Hab ich schon. Gib Titan. Das ist ein Kreaturenei. Ich hab irgendwas platt gefahren. Ich fahre einfach weiter, Fahrerflucht, ne? Was soll's? So. Die Gegend hier. Das sind diese Riesenquallen. Die kennen wir ja schon, aber die sind ja harmlos, hieß es. Subnautica gab es ja sowas ähnliches, das war nicht harmlos. Aber die sehen schön aus. Wie diese Masse so rumeiern. So, huschen wir hier mal durch.
ganz schön viele von den Quallen. Die sind wirklich harmlos. Irgendwas sagt mir, ich soll mal da unten reingucken. Und warte mal. Ich repariere dich mal ein bisschen. Bei meinem Fahrstil muss man das regelmäßig machen. Irgendwas sagt mir, ich soll mal hier reingucken. Genau. Was bist du? Der ist, Muss ich wieder mit Laserschneider rein? Will ich das anhacken? Nee, so geht's nicht kaputt. Ah, komisch. Hier ist Kupfer. Nehme ich mal 3 mit. Hä? Augenqualle. Ach so, das ist die kleine Version wahrscheinlich davon. Autschi, und sie tut weh. Sie electrified myself. Mich. So. Das hier scheint ja ziemlich weit oben zu sein. So. Ja, ich bin kein guter Fahrer, das wissen wir. Immer. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Geh mal zurück. Vielleicht kommen wir hier raus. Hier bei diesem Steinchen. Okay, wir sind an Land. Lauttasche. Okay. Bestimmt irgendwie essbar. So komische Dinger. So, Titan. Ich hoffe ja, wie gesagt, in so einer Höhle. Kommt da jetzt nichts raus? So, ich habe ja Shelter. It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. Ah, ich wusste, man kann sie essen. Feuerschote. Ah, sehr gut. Gibt auch gut was. Wie sollte ich anpflanzen? Wenn ich die Möglichkeit habe, sie anzupflanzen, wohlgemerkt. Ja. So. Was denn? New technology acquired. Kann ich auch scannen? Herzader? Oha. Silbererz. Oh, schön. Das ist aber nur Kupfer. Das lasse ich mal liegen. Okay. Herzadern, das ist ja schick. Hier ist wieder so ein Würfel. Ist ja eigentlich kein Würfel. Das sind ja mehrere kleine Würfel. Gibt es hier noch eine Herzader? Hier. Silber. Nice. Gefällt mir. Hätte wahrscheinlich eine Boje mitnehmen sollen. Und die hier zu platzieren, dass ich mal weiß, dass ich hier zurückkommen kann, aber naja, muss ja nicht sein. So. Gab es noch irgendwas? Hier oben oder so? Oder im Zentrum? Nee. Aber ich habe gut Silber gemacht. Wunderfein. Gefällt mir. Sag mal. Nee, kann man nicht, ne? Schade.
Schade. Frag mich, ob die zu Hause verrotten. Kann ich nicht anschnibbeln? Schade. Da oben, das da sieht von Menschenhand geschaffen aus. Kann ich alle nicht anschnippeln? Schade. Gefrorene Wasserfälle. Schön anzusehen, wirklich. Ja, jetzt habe ich einen Schneeball aufgehoben. War jetzt eigentlich nicht mein Ziel. Hey, irgendwas fällt hier immer runter. Das sind die Stalagniten. Titan. Hier in der Nähe von dem Ding. Ich wusste es. Beim Geysir, da wird dir wieder warm. So. Sollte mal den Kupfer und sowas liegen lassen. Das ist jetzt gerade nicht so interessant. Was ist da runtergeflogen die ganze Zeit? Höre ich die ganze Zeit so einen Vogel? Ja, Quarz. Diamanten. Das wäre es jetzt. So seltene Minerale, die ich jetzt noch nicht so häufig bekomme. Die wären es jetzt. Die hätte ich gerne. Was haben wir hier? Titan, ne? Hm. Alles ganz schick, aber nö. Es wird mir wieder warm. Und ziemlich schnell sogar. So. Gucken wir mal weiter. Ob wir hier nicht noch irgendwas super Interessantes finden. Da hoch komme ich aber nicht, ne? Jetzt noch keinen Weg gefunden. Ich renne mal ein bisschen. Geh nicht auf diese Schollen. Scheinbar ist da sowieso nichts außer dem Riesenrohr, was da drüber hinwegführt. Irgendwie müsste ich mich mal beeilen. Mir wird nämlich langsam ziemlich kalt. Und ich sehe auch nicht mehr viel. Ach, das war's schon. Good to know. Ja, sie ist noch ein bisschen in der Nähe. So. Oh Mann, der Sturm wird fieser. Okay, eine schöne Silberquelle gefunden, aber mehr auch nicht. Was ist das da? Ich kann draußen nichts mehr sehen. Der Sturm ist zu stark. So, jetzt hat es nachgelassen. Dass ich nicht nach oben kann, das fuchst mich so ein bisschen. Ich wäre gern nach oben, da wo diese Plattform war. Weil das sah aus, wie als gibt's dort was. So, alle hopp. Entferne mich weiter von meinem Seegefährt. Ja, das ist mir schon aufgefallen, meine Liebe. Aber hier ist irgendwie immer blödes Wetter. Was war das? Was hat das gerade dieses komische Geräusch gemacht? Ja, da siehst du nichts.
Da siehst du absolut nichts. Könnte das Wetter doch mal irgendwie ein bisschen menschenfreundlicher sein? Ich erkenne ja nichts. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, was ich mache. So, jetzt lässt das wieder nach. Es ist immer so ganz kurz und dann ist es wieder gut. Und dieses Kurz nervt halt schon, wenn das so häufig vorkommt. Wäre lieber mal so ein richtiger Sturm aller 2-3 Tage. Was ist das da hinten? Ach, das ist meine Kuppel. Ach Mensch, schau mal einer schlau. So. Komm ich hier irgendwo an Land? Nicht so wirklich, ne? Das ist auch noch so stockenduster, dass ich nicht mehr sehe, wo ich ins Wasser reinkomme. Meine Güte! Die Wetterverhältnisse, das war aber schon damals in Subnautica immer so ein bisschen blöd. Es wurde immer so schnell Nacht. Und alle 5 Sekunden war Nacht. Du kommst aus einer finsteren Höhle, du kommst an die Oberfläche und es ist Nacht. Es ist immer Nacht. Was war das? Ist das gerade was Scannbares? Hä? Ich dachte, ich hätte gerade was Scannbares gehabt. Mal was trinken. Gibt noch nicht so ganz auf bei der Insel. Ach, Tageslicht. Kürzere Nächte, längere Tage. Wir bräuchten das. Die Nächte, das ist einfach... Ah, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das ist nichts. Das leuchtet so schön. Das ist noch so ein Fischi. Ich drehe gleich um. Es macht keinen Sinn mehr, hier noch zu... Draußen ist es stockenduster, du erkennst nichts, ich entferne mich zu sehr. Tschüss. Ich reise zurück. Das macht so keinen Sinn. Vielleicht habe ich später irgendein Gefährt, mit dem das leichter geht, aber die Distanz zwischen mir und der Seebahn ist zu groß und es gibt scheinbar keinen Weg, anders auf die Insel draufzukommen. Oder ich habe ihn nicht entdeckt, weil es dauernd Nacht ist. Könnte auch daran liegen. So, schnell zur Seebahn hin. Geh mal die Karte aus, die nervt ein bisschen. So. Kawusch. Wir nähern uns jetzt zumindest. Was? Notenergie? Was war das gerade? Mit Notenergie? Ich muss mal schauen. Das könnte von meiner Basis gekommen sein, weil ich habe eigentlich noch gut Saft auf der Batterie. Ich habe gerade irgendwas mit Notbatterie gelesen. So. Oh. Das Eis zerbricht hier unten nur so ein bisschen. So. Bin gleich wieder da. Diese ekelhaften Pseudo-Pinguine. Die kleinen See-Elefanten. Das sind schon wieder die komischen Quallen. Da muss ich aufpassen, sonst schocken die mich. So. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Dann gehen wir von dieser Insel weg. Das bringt irgendwie nichts.
Ich meine, die Quallen und alles ist ja alles ganz schick, aber ich habe nichts erreicht. Und hier draußen ist es einfach stockenduster. Und wenn es nicht duster ist, dann ist Tag mit Sturm. Du hast nicht viel von der Oberfläche, muss ich sagen. Aber wirklich nicht viel. So. So, zack. Ja, das geht schon irgendwie. Irgendwie kommen wir durch. Bringen wir erstmal das Silber nach Hause. Und dann gucken wir diese anderen Dinger an. Vielleicht finden wir da ja Diamanten. Das wär's jetzt. Diamanten dort zu finden. Wer ist schon wieder Basis, Alter? Energieversuch wiederhergestellt. Der Scannerraum scheint ordentlich Energie zu saugen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie es sein kann, dass meine komplette Energie weg ist. Weil die Batterien, die müssten geladen sein. Kann es mir nicht vorstellen. Der Scannerraum, der muss ordentlich Saft saugen. Und das bei so vielen Solarpanels. Ha. Naja, gut. Machen wir das Licht an. Ist also duster. Sagt mir ja nichts, dass das duster ist. So. Hier mal durch die Algen durch. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was Schönes. Oh, der hat den kleinen Fisch gefressen. Der hat den kleinen Fisch gefressen. So, da sehe ich schon meine Basis in der Ferne. Obwohl ich keine Fenster habe, leuchtet die, als hätte ich Fenster. Fenster kommen noch, ja, aber eigentlich habe ich noch keine. Scannerraum, du Energiezocker, du elendlicher. So. Hier tue ich mal eine rein. Hiervon auch. So. 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 Schön Silber. Ach, wunderfeini. Voll ein Schneeball. Ich weiß auch nicht, warum ich den dabei habe. Aber okay. Ja, esse ich mal. Yam, yam, yam. Gut. Gut, was haben wir denn hier Neues? Das war ja... Hier brauchst du Rubin zum Beispiel und sowas. Nein. Ist alles viel zu tief. Schönes Gerät, das Luft- und Leitung. Ja, Leitungssystem. Ich weiß auch nicht, wozu ich das brauchen sollte. Und ein Kiste, ein Lagerbehälter, lässt sich nehmen. Oh. Oh. Das ist natürlich schlau. Die könnte ich dann immer mitnehmen und könnte dort Dinge reinfüllen. Und dann wären die in einer zweiten Kiste, die hier vor Ort ist. Das muss ich mir mal merken. Das muss ich mir mal merken. So, hier. Was haben wir hier Neues? Land. Ja, schön, interessant. Neues Tier. Ah ja, Augenqualle, genau. Was haben wir hier? Ja, Geodaten. Erzader. Und Geysir. Gut, gut. Ich werde jetzt immer mal diese Erbauer-Dinger hier abfarmen, in der Hoffnung, da irgendwas Gutes zu finden. Aber für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen fantastischen Tag. Ciao.